Wir stehen heute hier vor dem Stadthof, wo in Rorschach, wo die Miss Bodensee-Wahl 2008 stattfindet. Die Wahl von der Miss Bodensee ist international. Das umfasst nicht nur die Schweiz, sondern Österreich, Deutschland und Fürstum Liechtenstein. Jeweils die 6 besten Kandidatinnen vom heutigen Abend können als internationale Finale. Nicht nur das, sondern sie können auch als Miss Intersky-Wahl von der Fluglinie Intersky. Also wir sind jetzt gerade Backstage, hier bei unseren Models, die hier mitmachen. Und sind wir gerade beim Coiffeur Bellassa, wo da unsere Models frisieren. Sehr geehrter Dr. Professor Mang, Sie sind in Deutschland der bekannteste Schönheitschirurg und haben erst kürzlich in Rorschach eine Klinik eröffnet. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Ja gut, ich bin ja schon seit 10 Jahren in der Schweiz, Chefarzt im Kantonsspital Appenzell. Und ich habe immer schon eine Liebe zur Schweiz gehabt, vor allen Dingen zum Schweizer Seite des Bodensees. Und vor 3-4 Jahren ist mir dieses super Grundstück angeboten worden und habe dann die Klinik gebaut, ganz kleine, schöne Hightech-Klinik. Und ich habe jetzt seit 3 Monaten auf und bin schon fast ein Jahr ausgebucht. Also die Schweizer mögen mich auch. Und Sie haben ja jede Menge von Hotels. Wo sind denn Ihre Standplätze? Ja, also wir sind beheimatet im obersten Toggenburg. Das ist in Wildhaus und in Unterwasser. Und in, das 4-Sterne-Hotel, das wir auch noch haben, in Rorschachenberg. Dann würde ich Sie gerne fragen, wer kann denn die Erstplatzierte ihre schönen Wellness-Weekend verbringen? Wir haben einen super Wellnessbereich in Rorschachenberg im Parkhotel Waldau mit Tennisplatz, mit Wellnessbereich und Hallenbad. Danke Ihnen. Danke vielmals, das stimmt. Natürlich noch mit der Besitzerin von Intersky, von der Fluglinie. So, Alexandra, wie fühlst du dich? Sehr gut. Recht überrascht, weil gegen den Schluss hat es wirklich nicht gedacht, dass ich noch mal an die letzten 6 komme. Und wow, wirklich sehr, sehr gut.
Was hast du das Gefühl, was erhoffst du dir nach dieser super Wahl? Vor allem Erstplatzierte, das heisst ja schon doch recht viel. Was willst du dazu sagen? Ich kann dazu sagen, ich habe meiner Familie gesagt, wenn ich Erste werde, laufe ich im Sommer einmal um den ganzen Bodensee. Ich hoffe, das erfahren wir alle zusammen und dass wir das miterleben können. Zählt mit nicht dazu, aber ich sage ja, ein, zwei trinken und danach ist sicher gute Unterstützung. Wer weiß, vielleicht kommt Renate auch noch mit. Aber gern. Aber ich bin dann vielleicht ein bisschen langsamer. Ja, noch ein Wägeli oder so, das passt. Oh ja, super, super. Ich komme auf jeden Fall mit. Hast du auch Sias Favoritin gehabt? Ja, ehrlich gestanden, vom ersten Moment an. Und ich freue mich wahnsinnig und ich glaube, dass ich ganz, ganz gute Chancen habe, auch sehr, sehr weit vorne zu sein bei der Wahl der Miss Intersky. Ganz gute. Für Miss Intersky, jetzt verratest du schon, wo es hingeht für die Miss Intersky und wann wird es stattfinden, das Ganze? Also die Wahl ist am 31. Mai und 1. Juni und soll ich wirklich schon? Ich glaube nein. Es sind noch zwei Destinationen im Rennen, nämlich Hamburg, die wunderschöne Stadt oben am nördlichsten Teil oder ganz unten in den Süden nach Sardinien an die Costa Smeralda. Wer das Rennen macht, das wissen wir nächste Woche. Dann lassen wir uns überraschen und ich danke euch ganz herzlich und noch let's fetz Party, oder? Danke vielmals.